Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier im Hotel unterwegs, haben endlich das ominöse dritte Stockwerk erreicht mit dem Zimmer 314. Okay, Freunde, das heißt, wir können jetzt hier auch nicht mehr runter oder was? Och, könnten wir, aber warum sollten wir das? Okay, ich würde vorschlagen, wir machen direkt weiter. Ja. Das ist kaputt. Okay. Dann Schlüssel zur Zimmer 312 benutzt. So. Ja, dann schauen wir uns mal hier um, würde ich sagen. Ja, letzte Woche gab es einige... Ist kaputt. Letzte Woche gab es einige Audioprobleme, wofür ich mich entschuldigen möchte. Ich habe keine Ahnung, warum es mir da die Einstellung verhauen hat. Aber ich bin doch guter Dinge, dass das jetzt besser läuft. In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes. Schönes Hotelzimmer, ja? Guckt euch das mal an. Da ist ein Fernsehgerät. Auch wenn es angeschlossen ist, sehe ich nur Schneegestöber. Ja, aber da ist doch ein Video. Weißt du, da ist doch ein Videoplayer daneben. Genau, das kennt man doch noch aus dem ersten Teil. Spiel das Video ab, James. Was auch immer da drauf ist. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Man kann ja gar nichts erkennen. Ja, man sieht durch die... Toll. Da konnte man... Oh. Okay, es geht weiter. Back to me. I knew it. You didn't care about her.
Okay. I'm sorry. The Mary you know isn't here. Voice. Okay. Eine sehr, 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 sehr dramatische Szene. Ich wollte das Videogerät nicht mehr. Ja, ich höre dich. das ist wohl Maria irgendwie. Aber wartet mal, Freunde. Ich würde gerne einmal in das Pausenmenü. Und ich muss mal kurz einen Aufnahmecheck machen, tatsächlich, weil, um zu gucken, ob das Audio wirklich in Ordnung ist. Ich würde mal sagen, wir speichern hier. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, Freunde, bin ich wieder. Ja, das passt alles soweit. Es war ja klar, dass Laura wütend auf uns sein wird, aber ich habe auf dem Videoband irgendwie nicht gesehen, dass er sie gekillt hat. Seine Maria. Deswegen bin ich da ein bisschen überfragt. Ganz ehrlich. Oh, jetzt ist die Musik weg. Okay. Alles klar. Kaputt. Gott, was ist das wieder für eine Bucke hier? 313. Was? Das ist jetzt irgendwie lila? Okay. Ach, nur ein Speicherpunkt. Da kommt man gar nicht rein, oder was? Nee, kaputt. Okay, speichere ich mal. Der ist kaputt. Und das hier ist auch kaputt. Ja, super. wo kommen wir denn da noch rein jetzt hier? Hä? Wartet mal. So, ja, wie gesagt, dann geht's weiter. Ich bin mir nicht sicher, was wir da auf dem Videoband sehen sollten, aber das ist echt merkwürdig. So, hier ist ja jetzt gar nichts mehr, ne? Wo kommt denn das her? Wo müssen wir denn jetzt hin, sagt mal? Kann doch nicht sein, dass wir wieder runter müssen jetzt. Was zur... Ja, doch, scheinbar schon. Dann geh halt hier runter, mein Gott. Was ist jetzt passiert? Ach nein, sind wir wieder in der Albtraumwelt oder was? Bitte nicht, ey. Oh, Leute. Können wir in die Lounge zumindest? Kaputt. Ah, toll. Kaputt. Wieder alles kaputt hier. Hier können wir rein. In den Leseraum. Okay. Bücherei oder was? Da ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Ach, James, du bist keine Leseratte, ne? Was? Hier gibt es Touristenbroschüren. Ja, okay, hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon, oder? Warum kann man jetzt hier nochmal rein? Ah, guck mal, da ist ein Radio. Alles klar. Okay. Mary's going to die. You must be joking. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down.
As her doctor, I promise I'll do what I can. But there's still no effective treatment for her condition. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. 3 years at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty. Ach, sie war also krank. Ich kann überhaupt nichts mehr hören. Sie war also krank. Okay, das ist höchst interessant. Also hat James sie gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen konfus gerade. Oh mein Gott. ist halt Silent Hill, ne? Was soll man da machen? Da ist halt die Story manchmal ein bisschen getwistet und verwirrend und ja. Kaputt, das geht wieder los. Kaputt. Hier käme man jetzt weiter. Ich würde aber gerne noch mal kurz weiterschauen, ob hier noch irgendwas ist. Ja, die sind alle kaputt, aber da hinten könnte man noch mal rein. Hä? Jetzt bin ich wieder total falsch rumgelaufen. Nee, es war doch richtig. Hä? War doch richtig. Wartet mal. Geh nochmal da rein. Hä? Was ist denn? Okay, es sind zwei. Aha. Es sind zwei Gänge? Hä, was ist das denn? So. Oh Gott, ja, das ist definitiv wieder Albtraumwelt. Und da oben liegt Munition. Muni für die Pistole. Was ist das hier? Sagt mal. Noch ein Gang. Wollt ihr mich verkackeiern? Was ist das? Verdammt nochmal. Das ist kaputt. Wie, das ist jetzt kaputt? Da kommen wir wieder da rein. Ach so, ja, richtig. Kaputt. Ich prüfe mal die ganzen Türen hier. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt. Okay. Da kommt man aber rein. Ja, das ist auch schon wieder. Hä? Was ist das hier, Leute? Was machen die hier mit uns? Das ist schon wieder. Okay, das ist sehr merkwürdig. Gehen wir bitte zu 201. Guck mal, ob der. Oh, guck mal, die. Nee, die ist auch zu. Okay, dann zu 207. 0, 5, 7 hier. So, und dann einmal hier. Eieiei. Okay, dann hier rein. Und dann sind wir jetzt in dieser Albtraumwelt, glaube ich. Und dann können wir uns hier weiter umgucken. Okay. Kaputt, kaputt, kaputt. Boah, das ist schon wieder mega verwirrend. Ganz ehrlich. Hier kann man rein. Jetzt sind wir hier wieder? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt gerade. Hä? Die Gänge des Todes hier, ey, echt. So, hier kommt man. Da müsste man jetzt weiterkommen, eigentlich. Aber jetzt sind wir wieder ganz zu. Jetzt sind wir wieder zurück. Hä? Okay. Ah, das sind einfach Teleporter oder sowas. Okay, und wenn man jetzt in das Nachbarzimmer geht. 202. Dann kommt man wo raus? Ach, auf der anderen Seite. Auf der. Okay, das heißt, wir können hier geradeaus durchstapfen und dann nach rechts durch. Hier. Ja, das ist definitiv Albtraumwelt. Hier können wir nur den Aufzug benutzen. Okay, dann nimm den. Ah, nee. Dann nimm den Aufzug. Okay.
Welches Stockwerk? In den Keller. Warum auch nicht? Okay, dann schauen wir mal im Keller nach. Was wir da haben. Oh, was ist das denn? Oh Gott, ich will hier raus. Was ist denn hier, was ist denn das jetzt? Oh shit. Ach du Scheiße, ich nehme mal das Jagdgewehr in die Hand, weil ich weiß nicht. Was ist das hier? Was? Sind das vielleicht diese Zombie-Gegner? Ach, okay. Das sind einfach Zombies. Okay. Boah, dieser Sound im Hintergrund. Eine Jukebox. Okay, das hört sich an wie so ein Radio oder was? Ist das das Radio? Nee, das ist nicht das Radio. Okay. Ich frage mich, was das ist. Was das für ein Geräusch darstellen soll. Ist das hier alles voll Wasser? Und, da liegen auf jeden Fall zwei Gesundheitstränke. Und da liegt noch mehr Munition. Munition aber echt mehr als ausreichend, was? Okay, Küche. Erste-Hilfe-Kasten. Kühlschrank lässt sich nicht öffnen. Wir stapfen einfach weiter, ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, was kommt da? Ui! Oh, Zombies. Okay. Der sollte ja umgekippt sein eigentlich. Okay, und... So, und drauf trampeln. Tritt drauf! Oh, mein Gott. Ach, wieder so eine Gruselbucke im Hintergrund. Ey, Mann! Was soll das hier? Ich bin total verwirrt. Und so komische Geräusche und... Oh. Oh, okay, hier geht's weiter. Ach, die! Die gibt's ja auch noch, stimmt. Angela. Was? Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Mama, why are you running away? You're not my mama. It's you. I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself.
It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Sehr, sehr dramatisch mit Angela, also wow. Sie scheint sehr depressiv zu sein, tatsächlich. Das kann einem schon fast leid tun. Da geht sie. Können wir hinterher? Nein, wir können nicht hinterher. Was? Warum? Lass mich hinterher. Nein, es geht nicht. Ach, verdammt. Okay, wir können hier nichts weiter tun für sie, dass er traurig ist. Ja, Mensch, Angela. Wie kann man dir helfen? Also, ich wäre gern für dich da. Aber... Ach, verdammt. Wir können dir echt nicht helfen, ne? Hä? Wartet mal. Hier jetzt. Hier hoch. Nee, hä? Hä? Boah, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Hier ist ein Herzschlag. Okay, Parasite Eve Vibes. nee, wir müssen einfach wieder hoch hier, scheinbar. Okay. Ich dachte schon noch eine... Ah, was ist das denn für eine Kameraperspektive? Ach, jetzt sind wir hier in dem Bereich. Wir müssen einfach nur raus. Okay, einfach... Was ist hier? Nix, ich renn einfach vorbei. Ach du... Nein! Ihr kennt das Geräusch. Ich nehme mal meine Schrotflinte wieder in die Hand. Ich glaube, das ist wieder so ein... Ah, da unten! Igitt! Was soll das denn werden jetzt? Security Office, ich bin irgendwo anders. Oh Gott. Aua! Was ist das da unten, ey? Das ist so widerlich. Ich bin draußen. Sechs Speicherpunkte. Was? Danke, nein. Sechs Speicherpunkte. Ja, krass. Das kommt wieder so... Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht, ne? Ist das jetzt Richtung Finale oder was ist hier los? Das kommt mir wieder so vor irgendwie. Okay. Ah! Leave us both the hell alone! Ah! Zwei von der Sorte und sie haben Maria getötet. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Okay. Großer Finalkampf oder was gegen zwei von der Sorte? Ich nehme das... Ach du Scheiße. Alter. Wow. Wir nehmen mal das Jagdgewehr... Ach Scheiße. Das Jagdgewehr in der Hand. Mal gucken. Au! Boah. Boah, die machen einen ja direkt... in den roten Bereich. Boah. Okay, lauf. Ich weiß nicht, ob so Jagdgewehrschüsse vieles bringen. Okay, lad nach, lad nach, lad nach. Okay, zwei Pyramid-Heads, Leute.
Einfach in Bewegung bleiben. Einfach in Bewegung bleiben. Die sind ja nicht so schwer. Man muss ja einfach nur in Bewegung bleiben. Und ich hoffe, dass die Schüsse auf beide gehen. Okay, einfach weiterlaufen und dann immer einen Schuss abgeben. Okay. Lauf! Boah, das war knapp. Ich hoffe, dass die Schüsse wirken. Weil das sieht irgendwie so aus, als würden die nicht wirken. Okay, einfach weiter drauf ballern. Aua, ja, das war... das war einmal zu viel geballert. Okay. Alter Schwede. Nicht nachladen! Geh doch ins Menü. Puh. Okay, und laufen. Lauf! James. Die Penner haben Maria auf dem Gewissen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, und lauf. Und lauf! Aua, warum treffen die mich denn? Okay, ja, wir haben zum Glück genug Munition und so, von daher, passt das schon, würde ich sagen. Eieiei. Zwei Pyramid-Heads! Verdammt nochmal! Was ist mit euch? Boah. Aber zum Glück machen die nicht viel. Ne, ich hoffe, dass das was bringt, was wir hier machen. Wenn das wirklich schon das Finale ist, ja, dann herzlich willkommen zum großen Finale. Aber ich weiß es halt nicht. Oh, und weiterlaufen. Die sind zu nah dran. Die sind zu nah dran. Boah. Okay. Nochmal. Und lauf! Der hat eine lange Reaktionszeit mit dem Gewehr. Aber das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Immer schön in die Ecken gehen. Oh, nachladen. Und... boah. Okay. Boah, dieser Buckelhintergrund. Auch sehr episch gehalten. Okay, drei Schüsse, mein Gott. Wow. Okay. Ups, das war bei der Katze. So. Was? Ausrüsten. Neuladen. Okay, und schieß. Boah, wie viel halten die denn aus? Die halten aber auch... ah, okay. Was machen die denn? Wir sind in der Lobby. Was? Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Er scheint etwas zu halten. Ein rostfarbenes Ei. Ein scharlachrotes Ei. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Es ist jetzt nur eine Leiche. Ja, okay. Okay, es scheint auch noch weiter zu gehen. Aber krass! Zwei Pyramiden und die haben sich gegenseitig umgebracht. Was zur Hölle, ey. Echt mal, das ist doch schon wieder abgeschlossen. Ach. Okay. Wir müssen diese Eier da ablegen. Oh Mann. Verwenden. Okay. Ja. Und gut. Das nächste Ei werden wir... die Folge ist tatsächlich vorbei. Ja. Gut. Ich weiß es nicht, ob da jetzt wirklich noch viel kommt, aber ich würde sagen, wir machen das Finale trotzdem beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich das Finale ist oder ob da noch viel kommt. Hm? Gut, liebe Leute, mein Gott, das war wieder aufregend. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter an den Kanal. Und genau, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.